Jetzt ist er leer, okay. Er ist leer, der Trank ist leer, er hat den Trank getrunken, wir werden ihn jetzt hier einsperren. Mal gucken, Klontestschalter, den müssen wir aktivieren, haben wir bisher alles richtig gemacht. Wir gucken nochmal in dem Buch. Führe die Testperson zum Klontester, schließe sie ein, dann muss sie diesen Testtrank trinken und dann muss man den Schalter betätigen. Okay, Aiden, es wird sich gleich zeigen, ob du der Echte bist oder nur ein Klon. Zack! Schinken, ich weiß nicht, ob das jetzt so die beste Möglichkeit für uns beide war, hier unten in diesem komischen Loch zu übernachten, aber ach, du möchtest das einfach gerne hier irgendwie im Dunkeln schlafen und im Dreck und im Schlamm und von daher ist es in Ordnung, bei einer Nacht hier unten zu pennen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Nase voll und ich würde doch ganz gerne, ach, wieder an die Oberfläche, komm, Hilfe, Hilfe, Sonnenlicht, oh yeah, ist das schön, es ist sogar schon Mittag, wir haben den ganzen Tag verschlafen, Schinken, wie kannst du das denn verantworten? Ach ja, da kommst du jetzt auch endlich mal aus deinem Loch rausgekrochen. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video, zu einer brandneuen Folge von Minecraft House. Yeah. Ups, was habe ich denn da gerade getan? Habe ich Spaghetti? Habe ich die wehgetan? Ich habe gerade irgendwas habe ich gehauen. Entweder es war eine Kirsche oder es war ein Blatt oder es war ein Stück Gras oder es war ein kleiner Hund oder so. Was du das gerade? Habe ich glaube nicht, ne? Dir geht's gut, mein Freund. Ey, komm mal mit hier. Schinken, der macht da hinten irgendwelche, seinen Morgenspaziergang oder sein Morgengeschäft. Ich weiß es nicht. Von daher wollen wir ihn da jetzt auch einfach mal in Ruhe lassen. Das Loch hier kann ich jetzt eigentlich auch schon wieder so stopfen. Warte mal so. Zack, zack. Oh, oh Gott. Oh Gott. Aiden. Alter Falter. Was willst du hier? Aloha, Schlabberbacke, ich muss dir was richtig Cooles zeigen. Spaghetti freut sich voll, dass Aiden da ist. Komm mit. Was willst du mir denn bitte schön zeigen? Was ist denn mit euch beiden los? Okay, Spaghetti, setz dich mal hin. Ich weiß nicht, was er da macht. Was willst du mir denn Cooles zeigen, Aiden? Abgesehen davon, dass du hier mit Spaghetti irgendwelche privaten Gespräche führst oder sowas und ihr mich beide so anstarrt. Das wirst du schon sehen. Es ist geheim, also komm. Nein, du musst es mir sagen, Aiden. Warte mal, ich habe noch nicht mal... Was hast du da überhaupt auf dem Rücken? Ein Kuchen oder was hast du da? Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht mal was gefrühstückt. Jetzt muss ich hier diese blöden Stinkfrüchte oder was zum Frühstück essen oder... Oh, Leute, das ist ja... Da müssen wir direkt... Was? Du hast einen Kuchen für mich? Und den wirfst du richtig schön direkt in den Teich. Lecker. Was ist das? Das ist ein zermatschter Kuchen. Lecker. Hast du dich draufgesetzt mit deiner Arschbacke? Ja? Oh ja, den werde ich bestimmt essen. Der wird bestimmt richtig gut schmecken, Freunde. Lecker, lecker, lecker. Okay, nein, auf keinen Fall werde ich diesen zermatschten Kuchen essen. Können wir den irgendwo hinstellen oder sowas? Schinken, mein Freund, du freust dich bestimmt über ein bisschen zermatschten Kuchen. Ja, lass es hier schmecken und noch einen schönen Tag. Spaghetti, du kannst da mal runterkommen. Und Aiden und ich, wir werden jetzt hier irgendwie so einen kleinen Ausflug unternehmen, wohin auch immer er mich jetzt führt. Du musst über die Straße gucken, wenn du da drüber läufst. Du kannst nicht einfach so über die Straße gehen, weißt du? Nachher wirst du noch angefahren oder sowas. Das will doch keiner, dass du angefahren wirst. Ey, nein, auf keinen Fall. So, zack, okay. Wir fahren scheinbar mit dem Boot. Eine kleine Bootstour ist ja auch ganz schön. Ich bin froh, Aiden, dass du fährst und dieses Mal nicht Lia fährt. Weil wenn Lia fährt, dann ist es immer eine Katastrophe. Hör auf damit. Nein, mir wird schlecht. Bitte, fahr einfach geradeaus, dann ist alles gut. Aber, ey, ganz ehrlich, du musst mir jetzt mal verraten, wo wir hinfahren. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier... Fährst du geradeaus? Ich glaube, er möchte das so schlecht. Und da vorne ist eine Insel. Willst du zu der Insel da? Oder, nee, okay, da ist ein Leuchtturm vorne. Wollen wir dahin? Fahren wir zu dem Leuchtturm? Leute, ich glaube, wir fahren zu dem Leuchtturm, wenn er jetzt nicht irgendwie noch auf eine andere Idee kommt oder sowas. Da vorne ist ein Steg, da kannst du... Wo willst du jetzt hin? Wo will Aiden hin? Oh, doch, zu dem... Ja, okay, da hinten ist aber noch irgendwas. Kannst du dich mal bitte auskäsen? Okay, jetzt also scheinbar doch zu dem Leuchtturm. Jetzt haben wir unsere Entscheidung also ungefähr 25 Mal überdacht. Und jetzt fahren wir hier zu dem Leuchtturm. Und das ist das mega coole, heftige irgendwas, was du mir... Aua, zeigen möchtest du da was? Ein Leuchtturm, der hier steht. Der ist, glaube ich, neu, weil ich weiß, da vorne irgendwo steht auch noch ein Leuchtturm. Der ist ein Stück, der ist im Nebel gerade. Irgendwie sehen wir den nicht ganz so gut, aber... und was ist hier so dran besonders? Was wollen wir hier? Sollen wir reingehen? Wir können... Oh Gott, da ist jemand. Was stimmt denn mit Ihnen nicht? Sie sind ja ganz pink im Gesicht. Hallöchen? Wer sind denn Sie? Gott, Aiden, was stimmt denn mit dem nicht? Hat er irgendwelche komischen Tabletten genommen oder was? Zu viel rote Beete gegessen? Hallo, ich bin der Professor Einfall. Du willst das Labor sehen? Naja, ich weiß nicht, was für ein Labor Sie meinen, Sir. Aber ja, warum auch nicht? Und
Aiden droppt wieder seinen rohen Schlammfisch. Das ist lecker. Hier, Professor, hier haben Sie noch mehr rohen Schlammfisch. Was für ein Labor meinen Sie denn? Wo sollen wir denn jetzt, Aiden, wovon redet der? Und was hast du da noch? Ein Kuchen? Lecker. Aiden, kann es dir zeigen? Hier sind die Schlüssel. Okay, ja, alles klar. Dann gucken wir uns mal Ihr Labor an, Herr Professor. Ich frage mich, was Sie da in Ihrem Labor so machen, auf jeden Fall. Mach eben da noch die Fische rein und dann, Okay, cool. Ja, dann lass uns mal weiter gucken. Das Labor da hinten, das kenne ich aber schon. Hallo? Ach, da unten bist du schon. Okay, zack, so, da sind wir drin und jetzt geht es los. Zu welchem Labor fahren wir? Zu dem da hinten, okay, das habe ich vorhin schon gesehen. So einen kleinen Augenblick haben wir da einen Blick drauf geworfen. Mal gucken, wo es dorthin geht. Ich meine, wir haben jetzt hier einen Schlüsselbund bekommen. Aiden, ich hab die Schlüssel. Das heißt, du kommst nicht rein ohne mich. Da sind wir auch schon. Und was ist das jetzt hier? Irgendeine Insel oder sowas? Oh Gott, was machst du? Okay, hier. Warte mal, hier geht's, glaube ich. Ah, zack. Okay, hier geht's rein. So, hier. Ah, okay, geh du mal vor. Genau, geh du mal vor. Okay. Unser Boot steht da. Das heißt, falls irgendwas passiert, haben wir hier direkt die Möglichkeit, direkt zu fliehen und in unser Boot zu springen. Ich gehe jetzt mal hier rein, hier unten. Ich frage mich, was in diesem Labor, in diesem Geheimlabor, so Geheimes passiert, Aiden. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auf jeden Fall ein Buch. Hier steht was drin. Anleitung zum Klontest. Führe die Testperson zum Klontester und schließe sie dort ein. Lass sie dann einen Testtrank trinken und bestätige dann den Schalter. Nach wenigen Minuten sollte sich, Sekunden sollte sich der Klon zeigen. Was für ein Klon denn? Was ist, werden hier Leute geklont in diesem Labor? Ist es das, was der hier tut, der Professor? Der klont Leute, oh mein Gott! Wolltest du mich klonen? Ist es das, was du wolltest? Nein? Okay, nein, ich weiß nicht, ob ich dir das glauben soll. Okay, na, okay. Was haben wir da vorne? Die Klonmaschine zum Klontest. Irgendeinen Schalter drücken, aber das kannst du komplett vergessen. Da werde ich auf gar keinen Fall reingehen. Mal gucken, was hier noch so interessant. Oh, okay. Eden will da irgendwie lang gehen. Was ist da? Guck mal, Du hast einen Klon? Nein! Du hast hier einen Klon gemacht? Hat der... Der Professor hat einen Klon von dir gemacht? Und der ist da unten im Wasser? Oh nein, der arme Klon. Du kannst ihn doch nicht da unten lassen. Der ist doch wie du. Eigentlich, so ziemlich. Ich meine, ihr seid beide ein bisschen komisch. Was? Bitte hilf mir. Er ist... Ich kann das nicht lesen. Ich bin... Was? Hier eingesperrt? Er ist... Der ist ein Klon, steht da? Du hast... Was? Wer ist jetzt hier der Klon? Nein, du schüttelst ihn... Warte mal, wer von... Oh Gott, wir fallen hier fast rein. Wer von euch beiden ist denn jetzt der echte Aiden? Du da oben? Guckst du mich mal an? Bist du der echte? Ich sehe das ja an der Nasenspitze. Ich weiß es nicht. Oder ist das der echte Aiden? Okay, das gibt's eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen einen Klontest durchführen. Okay, das werden wir jetzt machen. Komm mal mit. Ich hab hier einen Dolch. Geh vor. Ich hab hier jetzt was sagen und so. Deswegen gehst du jetzt mal hier rein. Ja, los, geh weiter. Nein. Sie gehen weiter. Mr. Aiden, gehen Sie einfach weiter. Wenn Sie jetzt der richtige Aiden sind, dann haben Sie auch nichts zu befürchten. Nein, geh in den Klontester. Los, zack. In die Klonmaschine rein. So, ich werde jetzt hier noch Klontränke. Solltest du ja einen trinken? Hier hast du deinen Klontrank. Den musst du trinken. Trink den Klontrank. Los. Nein, du trinkst jetzt den... So, guck mal hier. Komm. Zack. Sonst gibt's Ärger mit dem Dolch hier. Denn, ja? Nein, du hast ihn nicht richtig getrunken. Trink den Trank. Der ist noch nicht leer. Okay, er scheint leer zu sein. Ich hoffe, dass er... Oder? Hat er ihn... Nein, er hat... Ich weiß es nicht. Jetzt ist er leer, okay. Er ist leer, der Trank ist leer, er hat den Trank getrunken. Wir werden ihn jetzt hier einsperren. Mal gucken, Klontestschalter, den müssen wir aktivieren. Haben wir bisher alles richtig gemacht. Wir gucken nochmal in dem Buch. Führe die Testperson zum Klontester, schließe sie ein. Dann muss sie diesen Testtrank trinken und dann muss man den Schalter betätigen. Okay, Aiden, es wird sich gleich zeigen, ob du der Echte bist oder nur ein Klon. Zack. Oh mein Gott! Nein! Was ist denn da gerade passiert? Du bist nicht der echte Aiden, du bist pink geworden! Das gibt's ja gar nicht! Warte mal, jetzt muss ich doch mal zum Keller gehen. Ich glaube, du bist der echte Aiden, oder? Der andere da vorne, der da im Test, der im Klontest ist, der ist ein Fake, der ist pink geworden einfach durch den Klontest. Wahrscheinlich hat die Essenz, die sah auch so ein bisschen rosa aus, ihn pink gefärbt. Okay, komm. Ich werde dich jetzt hier auf jeden Fall versauern lassen, Aiden. Auf Wiedersehen, tschüss. Und wir hauen einfach ab, weil... Nein, natürlich nicht. Wir hauen natürlich nicht ab. Wir werden dich... Naja, keine Sorge. Ich werde dich schon da rausholen. Aber die Frage ist, wie? Was können wir denn machen? Ich habe jetzt irgendwie nichts dabei. Aber hier hängen einige Gemälde und vielleicht ist ja hier irgendwas ohne Leiter.
Und so ein Gitter ist hier auch noch. Vielleicht, warte mal, versuch mal hier, wenn ich diese Leiter die droppe, kannst du die da irgendwo hinmachen? Kommst du raus? Versuch die mal da irgendwo zu placen oder so. Okay, das sieht ganz gut aus. Da muss sie. Okay, du hast es. Komm raus, Aiden. Du hast es geschafft. Okay. So, komm, wir gucken jetzt mal nach deinem Klon. Ist er noch da? Nein. Oh mein Gott. Der Klon ist ausgebrochen. Aiden? Der Klon ist ausgebrochen. Das gibt's ja gar nicht. Ach, du kannst du mich bitte hier wieder rauslassen, wenn ich da jetzt reingehe? Bitte, ich muss gucken, ob der noch in irgendeiner Ecke ist oder so. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Der Klon ist weg. Oh mein Gott, Leute. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell handeln. Wir müssen ganz schnell zurück mit unserem Boot. Kommst du mit, Aiden? Ja, okay. Komm. Da bist du ja. Ah, so. Nein. Nein, wo ist unser Boot? Der Klon hat unser Boot Der ist entkommen. Der Klon ist entkommen. Was wollen wir denn jetzt machen? Aiden, ich glaube, von dir läuft jetzt hier in der Stadt ein böser Klon rum. Das kann ganz, ganz übel enden. Ladies and Gentlemen, wir werden jetzt hier auf jeden Fall uns auf die Suche nach dem bösen Klon von Aiden machen. Vielleicht weiß der Professor ja irgendwas davon. Oder der Professor, der kann uns ja irgendwie weiterhelfen, dass wir den Klon dann tatsächlich finden. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt auch auf den Rückweg machen, tatsächlich zurück nach Hause. Ansonsten wird es nämlich nachher schon dunkel. Aiden, hast du noch ein Ersatzboot dabei? Er schüttelt den Kopf und guckt in die komplett andere Richtung. Wahrscheinlich traut er sich nicht, was weiß ich, keine Ahnung, was da gerade los ist mit ihm. Okay, Freunde, wir machen uns jetzt schwimmend auf den Weg zurück zu unserem Haus und werden dann mal gucken, ob wir irgendwas mit dieser Klongeschichte noch regeln können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns morgen im nächsten. Bis dann wünsche ich euch allen noch einen fantastischen Tag und hasta la pasta!